Ani Asana ist wörtlich die Zehenstellung. Ani heißt Zehen, Asana heißt Stellung, Haltung, Pose. Felix zeigt, wie es geht. Sitze auf dem Gesäß und beuge die Knie, hebe die Knie hoch. Gib die Fersen so nah wie möglich zum Gesäß hin. Füße sind etwas auseinander. Dann fasse mit den Mittelfinger und Ringfinger um die großen Zehen und gib den Daumen von vorne auf den großen Zeh. Halte dabei den Rücken relativ gerade und schaue nach vorne zu einem Punkt in der Höhe der Augen. Atme dabei tief ein und aus. Diese Stellung ist eine gute Flexibilitätsübung für Knie, Fußgelenke und Oberschenkel, eine gute Massage für die tiefen Bauchorgane und eine Übung für die Konzentration.